Ein Thema aus der Mathematik, das man wirklich immer im Alltag braucht. Und zwar ist das Thema der Dreisatz. Wenn ihr zum Beispiel wisst, euer T-Shirt kostet 24 Euro und wurde um 20% reduziert, also entspricht das 80% des ursprünglichen Preises. Ihr wollt jetzt wissen, wie viel es ursprünglich gekostet hat. Dann könnt ihr den Dreisatz verwenden. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst an beiden Seiten immer genau dasselbe, genau dieselbe Rechenoperation machen. Wir bringen das Ganze hier mal auf 10%. Das heißt, wir teilen dividiert durch 8 und kommen dann auf 10%. Und dasselbe machen wir hier auch. Dividiert durch 8 und kommen dann hier auf 3 Euro. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal 10 rechnen, damit wir auf 100% kommen, das heißt auf den ursprünglichen Preis, das heißt hier mal 10 und die 3 Euro müssen wir auch mal 10 rechnen und kommen dann auf 30 Euro. Und diese Methode für den Dreisatz könnt ihr echt immer wieder gebrauchen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das schon mal gebraucht habt und wenn nicht, schreibt uns warum. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.